Ja, hallo, grüße euch nochmal. Ich glaube, ich muss noch etwas anfügen an dem Mann, was ich zuletzt gestreamt habe. Weil es könnte ich mir vorstellen, dass es da auch zu einigen Missverständnissen dann führt. Natürlich ist es nicht vergleichbar, ob ein Arzt Antibiotika verschreibt oder ein Mensch sich anmaßt, Menschen zu befehlen, jetzt erschießt mal leider, was weiß ich, 30, 40.000 Menschen oder bringen sie sonst irgendwie um. Nein, die Verhaltensweisen vielleicht nicht, aber die Logik dahinter ist dieselbe. Wenn ich nicht weiß, dass mein eigenes Licht die Dunkelheit frisst, die mein eigenes Bewusstsein getrübt hat, dann führt mich das zu Verhaltensweisen, die in irgendeiner Weise problematisch werden. Denn dann bleibt die Dunkelheit ja bestehen. Wenn ich nicht weiß, dass mein Licht leuchtet und man praktisch die Dunkelheit fressen kann und die Dunkelheit auflösen kann, sodass wieder ein Verhalten möglich ist, was wieder im Einklang sich mit meinem höchsten Selbst befindet. Wenn ich das nicht weiß, werde ich zu allen möglichen abstrusen Verhaltensweisen führen, wenn mich das zu allen möglichen Verhaltensweisen führen, die ziemlich abstrus sind. Und darum sagte ich auch, dass das Bewusstsein der Verhaltensweisen, die sich dann zeigen, dann dieselben sind. Wenn ich also dann der Meinung bin, ich muss da also den Befehl geben, was weiß ich, wie viele Millionen Menschen zu ermorden oder auch, was weiß ich, Tausende von Menschen zu ermorden, oder ich bin ein Arzt und fange an, Antibiotika zu verschreiben, weil ich davon ausgehe, wenn man das und das am besten gewaltsam irgendwie raustreibt oder auflöst oder bekriegt oder zerstört, dann geht es ja wohl dem anderen, dann geht es uns allen ja wohl irgendwie besser, dann habe ich die Wirkungsweise des Lichts nicht verstanden. Und darum sage ich das auch, dass es durchaus, dass die Verhaltensweisen im Kern innerlich dieselben sind. Die Logik, mit der ein Arzt ein Antibiotika verschreibt, ist dieselbe Logik, mit der ein General befiehlt, Menschen zu erschießen. Und die Logik, und auf die pochen ja so viele, wäre in beiden Fällen die gleiche und dieselbe. Ich muss also wissen, wie Licht funktioniert. Ich muss wissen, dass in dem Augenblick, wo ich ein verdunkeltes Bewusstsein habe, zu allen möglichen, auch rabiaten und burlesken und auch ziemlich abstrusen Verhaltensweisen kommen, je nachdem, wenn mein Bewusstsein hell oder verdunkelt ist. Und nun sagte ich doch, mein weißes Licht frisst die Dunkelheit. Und sie fängt praktischerweise mit meiner an. In deiner Dunkelheit hat man dich nicht zu suchen, aber in meiner. Also fange ich an, mir zu vergegenwärtigen, je heller mein Bewusstsein ist, desto heller leuchtet mein Licht. Und was ist das Gute am Licht? Und was frisst man die Dunkelheit? Und das heißt, es nimmt mir den Schleier von meinem Bewusstsein, es nimmt den Schleier von meinem Denken. Und meine Gedanken sind entweder Licht- oder Dunkelheitsträger. Mit anderen Worten, entweder sie verdunkeln mein Bewusstsein, womit ich jetzt meine Gedanken meine, sie verdunkeln entweder mein Bewusstsein, indem sie mir pausenlos einsuggerieren, dass das alles schlecht ist, dass das alles schief geht, dass ich sowieso nichts kann und dass das sowieso nie besser wird und so weiter. Oder sie erzählen mir, meine Gedanken also, sie erzählen mir, ich bin Licht, andauernd und darum erhält sich auch alles und darum wird auch immer alles heller und immer alles Licht und immer alles leichter. Zapament, da Ding wird lichter. Mit anderen Worten, es wird alles leichter. Aber je leichter alles wird, desto freier ist mein Bewusstsein. Je freier mein Bewusstsein ist, desto heller ist mein Bewusstsein. Ist mein Bewusstsein aber sehr hell, ja, dann habe ich auch nur erhellende Gedanken und desto weniger wird mein Bewusstsein von irgendwas eingetrübt. In der Bibel lesen wir andauernd was von so spricht der Herr, so spricht der Herr, so spricht der Herr. Praktisch, wir haben heute alle Heiligen. Also, na gut, dann heiligen wir uns doch. Dann fangen wir doch gleich an. Also, wenn ich definitiv weiß, ich bin weißes Licht, dann weiß ich, mein weißes Licht löst die Dunkelheit auf. Und irgendwie kam mir der Gedanke von Pac-Man aus den 80er Jahren, die Älteren unter uns wissen lassen, offen, was von diesem Pac-Man, dieses Ding da. Ja, mein weißes Licht frisst die Dunkelheit. Und für Dunkelheit habe ich dann keine Zeit, weil sie kann einfach nicht mehr existieren. Und das habe ich damit zum Ausdruck bringen wollen. Ich habe damit nicht gesagt, dass man alle Ärzte den Beruf verbieten sollte, auf gar keinen Fall. Wir sind hier immer noch in einem Übergang. Vergessen wir das bitte nicht. Wir sind hier in einem Übergang.
So verklärt sind wir noch nicht, dass wir das uns leisten können, alle Errungenschaften dessen, was wir uns die Jahrtausende lang angesammelt haben, und alles gleich über Bord zu werfen. So gefeit sind wir noch nicht. Wir brauchen noch einige Hilfskrücken, um noch hier ganz gut durch die Zeit zu kommen. Aber je heller deine Gedanken sind, desto besser kommst du durch die Zeit. Und du brauchst erhellende Gedanken, und da kannst du am besten gleich mit dir anfangen. Und dann, was ist denn dagegen zu sagen, dass du immer sagst, ich bin weißes Licht, dass du im Bewusstsein hast, ich bin Licht, natürlich, mein Licht löst die Dunkelheit auf. Also, alles, was bis jetzt beschwerlich ist, kommt aus einem Bewusstsein, was man sehr verfinstert gewesen ist. Und es war mein Bewusstsein, was man sehr verfinstert war. Es war sogar sehr verdunkelt. Ich habe allen möglichen Leuten geglaubt, ich habe alle möglichen Theorien für wahr gehalten. Ich habe alles Mögliche für wahr gehalten, habe alle möglichen, allen möglichen nach dem Mund geredet und was weiß ich was alles und fand das auch alles sehr überzeugend, was alle anderen gesagt haben. Aber ich kam gar nicht auf den Gedanken, auf mich mal zu hören. Was habe ich denn dazu gesagt? Und der Herr in meinem Leben bin immer noch ich. Da kannst du jetzt irgendeine Bibelstelle nehmen. Guck da an, in Sprüche, Korinther, Galater oder ach, Evangelien oder die Psalmen oder die was weiß ich was. Spielt keine Rolle. Du wirst garantiert noch ein Zitat finden, wo es dann heißt, der Herr spricht. Und jetzt denke daran, dass du das sagst. Warum solltest du das und das sagen? Und warum solltest du deine Freunde zu Staub zermalen? Wozu? Du brauchst sie nicht zu Staub zu zermalmen. Du müsstest eigentlich, du könntest dir vergegenwärtigen, in meinem Licht kann das, was ich jetzt feindselig betrachte, in meinem Licht kann es nicht mehr existieren. Und so können wir dann hoffen und wir atmen wieder freier. Und das ist auch gut so. Dann wird nämlich unser Licht heller. Und das brauchen wir auch an all den Leuten um uns herum, die uns andauernd was anderes erzählen wollen. Oh ja, das brauchen wir wirklich, unser Licht. Und wie wir das brauchen. Denn ich kann alles andere nur wegschieben und dran vorbeigehen, mich darüber erheben sozusagen, wenn ich wirklich nichts mehr damit zu tun habe, wenn ich keinerlei Sympathie mehr dafür habe. Und damit meine ich wirklich Sympathie. Sympathie heißt ja, dass man in gewisser Weise mitleidet. Nur warum sollte ich bei jemandem sein und da mitleiden, wenn ich das Gefühl habe, dass mich das alles überhaupt nicht mehr angeht? Ich kann dem anderen wohl sagen, hör mal, du kannst das jetzt alles sehr ins Herz nehmen. Du kannst dein Herz jetzt sehr beschweren, indem du das alles für ganz, ganz furchtbar schlimm hältst. Und kannst damit allen anderen die Tür aufmachen, um dir dein Leben auch ordentlich schwer zu machen. Du kannst aber auch genauso gut sagen, lass mich zufrieden. Und hier kommen wir zu einem wunderbaren Satz, der da lautet, Friede sei mit euch. Sagen wir doch mal so rum, ich habe Frieden vor euch. Wer immer zu mir kommt, er müsste so beschaffen sein, dass es mein eigenes Bewusstsein, mein eigenes Licht nicht mehr verdunkelt, dargestellt, dass ich mich über den Menschen ärgern würde oder dass es mir nicht passen würde, dass es mir nicht gefällt oder dass man so kompromissbereit, wie wir alle sind, uns andauernd mit Dingen arrangieren, die wir alle gar nicht wollen. Fangen wir also so an, dass wir sagen, was immer mich nervt, was immer mich ärgert, was immer mich bezwickt oder was immer mich bedrängt hat, ich habe Frieden davor. Ich wünsche ihn dir auch, wenn du mit welchen haben willst, kein Thema. Also von mir aus wirst du es nicht mehr erleben, dass ich dich irgendwie in eine Bedrohung bringe. Aber wenn du es vorziehst, alle anderen Menschen in eine Bedrohung zu setzen, ja bitte, dann Gott befohlen, dann tu es halt, aber mich betrifft es nicht. Solange mein Licht meine eigene Dunkelheit frisst. Und je mehr mein Licht meine Dunkelheit gefressen hat, wird es heller und heller und heller und immer heller. Also, und je mehr Licht ich zur Verfügung habe, desto mehr Dunkelheit wird in meinem Bewusstsein gefressen und schon ist mein Bewusstsein wieder hell. So funktioniert das. In meinem eigenen Bewusstsein ja. Und ich habe nicht die Möglichkeit, das zu diskutieren. Das werde ich auch nicht diskutieren. Ich kann alles Mögliche diskutieren, ich kann alles Mögliche zerreden, aber eines nicht. Mein Licht. Das kann ich nur wirklich nicht diskutieren. Ich habe keine Lust, irgendjemanden zum Sündenbock zu stempeln oder ähnliches. Ich versuche dir nur begreiflich zu machen, dass du ein Bewusstsein hast, mit dem du durch das Leben gehst. Und du kannst dich praktisch alle paar Minuten fragen. Du kannst dich am Ende des Tages fragen, in der Mittagszeit fragen, morgens nach dem Aufstehen. Wie hat mich das, was ich denke, verändert? Was zählt überhaupt noch?
Und worauf deutet das hin, was mir noch im Leben bevorsteht oder was da so angekündigt wird? Was für Anzeiger gibt es in meinem Leben, die sagen, nee, dein Licht ist noch viel zu verdunkelt, das ist alles noch viel zu kraus. Welche Anzeiger gibt es denn eigentlich dafür? Und was bedeuten sie mir? Was sind die mir, dass ich sie immer noch mit durch mein Leben schleppe? Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich die früheren Belastungen mit durch mein Leben schleppen, wenn ich sie gerade losgeworden bin? Das brauche ich dann nicht. Und dahin kannst du dich entwickeln. Natürlich kannst du dich dahin entwickeln. Jeder von uns entwickelt sich dahin. Niemand, der auch wirklich, der jemals in der Patsche gesessen hat und dann da wieder rausgekommen ist, kann sich nicht doch wieder daran erinnern, dass das früher auch mal viel beschwerlicher war. Das kommt einem dann im Nachhinein ein bisschen komisch vor, dass man das alles mal so hat gelten lassen. Aber mein Gott, ich war damals jetzt ein Kind, Herr Gott, ich war damals auch Jugendliche, mein Gott, ich war damals eine junge Erwachsene. Was hatte ich denn davon? Was wusste ich denn davon? Na, gar nichts wusste ich davon. Keiner hat mir was erzählt. Aber das ist doch keine Schande. Aber eine Schande wäre es, es zu begreifen und dann trotz allem noch in die alten Verhaltensmuster zu fallen. Es wäre nicht unbedingt eine Schande, aber es wäre ärgerlich. Weil dann würde ich nämlich die ganzen Verhaltensweisen von früher, die mir das Leben immer so schwer gemacht haben, wieder mit in die neue Zeit nehmen, die ja dann für mich anbricht. Denn eines ist sicher. Habe ich angefangen zu begreifen, dass mein Licht die Dunkelheit frisst, dann habe ich auch angefangen zu begreifen, dass mein Licht meine Zeit erfüllt. Und wie ich meine Zeit verbringe, ist für mich entscheidend und nicht für alle anderen das tun. Ich kann mich dann höchstens wundern, warum ich immer noch genau bei denen oder mittendrin bei denen stecke, die offensichtlich nichts Besseres zu tun haben, als immer wieder ihr Licht zu verdunkeln. Das kann mich dann wundern, ja. Aber was hätte ich denn überhaupt noch mit denen zu tun? Die Antwort lautet, gar nichts. Wenn ich sie nicht gelten lasse, habe ich mit ihnen gar nichts zu tun. Diese Souveränität kannst du dir wieder, die kannst du dir wiederholen. Es ist deine. Deine Souveränität. Es ist dein Licht, was zählt. In deinem Licht ja, in deinem Leben ja. In deinem Leben zählt nur dein Licht. Nur die Lichtstärke. Das alleine ist wichtig. Nicht mehr, nicht weniger. Ich weiß, was heute Allerheiligen ist, das ist mir gerade noch aufgefallen. Und dann weiß ich auch, dass überall jetzt Gottesdienste gefeiert werden. Gut, es werden Gottesdienste gefeiert. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das war ein bisschen spöttisch gemeint, sorry, ein bisschen Spott habe ich mir noch vorbehalten, dass ich sage, wenn ich mir so diese ganzen Sendungen da so ansehe, wenn das so die Gottesdienste werden, die nur gefeiert und gefeiert und gefeiert und rauf und runter, dann denke ich immer, oh guck mal, wie sie mich alle anhimmeln. Das macht mir deshalb so einen Spaß, weil ich genau weiß, dass die Kardinäle und die Bischöfe und die Pastoren, die Pfarrer und so weiter sich ja nicht genug daran tun können, dass sie ja natürlich ein bisschen besser sind als die Frauen. Das liebe ich. Dann gucke ich mir also die Pfarrer an und dann gucke ich mir die Bischöfe an, dann gucke ich mir auch den Papst an, wie er dann doch das Licht, den Gott feiert. Ich sage, oh guck mal, wie er mich doch anbetet. Denn ich bin Licht, das sorry, also ich bin weißes Licht. Gut, ich lade dich jetzt dazu ein, weil ich sage dir, du bist es übrigens auch. Also sorry dafür, also komm mit, wir lassen uns feiern. Nicht wir, die wir das Licht sind. Nur, dass es jetzt eigentlich gar nicht wichtig ist, dass alle anderen mein Licht feiern. Das kann ich mal spätestens ein bisschen tun. Aber letztendlich interessiert mich das nicht, was alle anderen von mir selbst halten. Es interessiert mich gar nicht. Das ist mir völlig wurscht. Wichtig ist für mich nur eins. Ich weiß, dass ich weißes Licht bin. Und ich weiß, dass man nicht die Dunkelheit frisst. Und demzufolge mein Bewusstsein erhellt ist. Aber sowas von. Und es wird auch erhalten. Und zwar von all dem, was ich denke. Und denken tue ich von morgens bis abends. Ich kann gar nicht anders als nicht denken. Ich denke doch andauernd. Mein Gedankenapparat, der ist schon am Arbeiten, noch bevor ich die Augen aufgeschlagen habe. Es war witzig, was ich heute geträumt hatte. War ganz lustig, weil ich hatte einen, das möchte ich euch gerne erzählen, weil das wirklich interessant ist. Weil es kam mir auch so nicht so vor, dass ich jetzt etwas geträumt habe, was jetzt unmittelbar mit meinem Leben noch zu tun hat. Ich glaube, das geht für sehr, sehr viele Menschen. Ich hatte auf einmal so eine Landkarte in der Hand, also eine Stadtkarte in der Hand, so einen Stadtplaner. Und wollte jetzt eigentlich weiter und kam nicht, weil das war so undurchdringlich. Und auf einmal schob mir, komm dann jemand, so komm mal hier mit, ich gebe dir 9. Und auf einmal hatte ich dann so eine Karte in der Hand, die war so klar, als wäre es ein Bild von Piet Mondrian. Das heißt, so ganz klare Straßen. Rechts, es gab nur waagerechte und senkrechte Striche. Und dann konnte ich den Platz, wo ich ihn musste, sehr leicht finden. Und es war dann nicht mehr so gekrümmt, es war nicht mehr so verworren, es war nicht mehr so verschlungen. Und es war eine einfache Schwarz-Gelb-Blau
schwarz-gelbe, blaue Linien und der Brot war auch ein bisschen dabei. Mit anderen Worten, es war auf einmal alles sehr, sehr klar und ich konnte auf einmal dem Ganzen sehr klar folgen. Nehmen wir doch mal für eine Sekunde an, das ist ein Bild gewesen, was die reine Wirklichkeit abbildet. Je einfacher und klarer deine Wege sind, desto einfacher und klarer kommst du zu deinem Ziel. Je weniger Beiwerk du dabei hast. Was hatte ich vor ein paar Tagen mal gesagt? Ruckidigo, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein. Dein wahres Ich sitzt noch daheim. Das heißt, du hast dein Leben noch viel zu viel Beiwerk vollgestopft. Und zwar alles in deinen Schuh gesteckt, mit dem du dich aber durch die Welt bewegst. Und der drückt natürlich gewaltig und irgendwann tut es auch richtig weh und irgendwann fängt es dann auch zu bluten. Also, also dann nimm mal das ganze Beiwerk daraus. Also dann kommst du schon klarer durch den, dann kommst du schon besser durchs Leben. Solange du noch merkst, dann drückt noch der Schuh. Solange du merkst, dass irgendwas passt dir noch nicht, irgendwas stimmt dir noch nicht. Das ist etwas, was dein Bewusstsein verdunkeln würde. Und je mehr Licht du in deinem Leben, in deinem Bewusstsein bist, je mehr du weißt, mein Licht frisst die Dunkelheit. Was immer man jetzt versucht, dir zu erklären, wo denn nun die Viren herkommen, wo denn nun diese Krankheitserreger herkommen, wo denn nun der Fehler in der Finanzplanung war, warum die Bremsen versagt haben könnten und warum jetzt der Kabelriemen, was weiß ich, ausgeleiert ist oder ach, was weiß ich, was, alles Mögliche. Warum das Unternehmen dann gerade mal, warum es da gerade mal hakt oder Rockedigo, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein. Dein wahres Ich sitzt noch daheim. Und dein wahres Ich ist dein Licht. Das ist dein inneres Wesen. Einige Esoteriker haben angefangen, da immer was vom inneren Kind zu reden oder so etwas. Was sie damit eigentlich meinten, war, dass dein wahres Wesen. Dein wahres Wesen ist aber Licht. Und das zerpflückt, das löst die Dunkelheit auf. Zuerst einmal reißt es das auf, das ist gar keine Frage. Das bricht auf einmal hervor. Knackt die Schale, springt der Kern. Mit anderen Worten, dann springt dein Wesenskern. Auf einmal begreifst du es. Du verstehst, du bist, und das ist dein Wesenskern, du bist Licht. Wo immer du bist weißes Licht. Und wenn du da irgendwo in einem Büro da die Akten sortierst oder noch Kundengespräche führst oder noch schnell die Tabellen da fertig machst und sonst irgendwelche Untersuchungsergebnisse auswertest aus irgendwelchen Laboren oder untersuchungsfreien Wort führst und was auch immer du tust oder in der Bank beschäftigt bist und da irgendwelche, keine Ahnung, was Bilanzen erstellen musst oder sonst irgendwas. Oder meinetwegen für die NASA was weiß ich was, Raketentechnik da weiterentwickelst oder so. Weißt du was, es ist eigentlich relativ egal, was du tust. Wichtig ist nur, dass es nicht dich niemals von deinem eigenen Licht wegtreibt. Darum geht es nur. Und wo wir gerade bei Astrologie waren, entschuldige bitte, aber unsere Forschungsreisen, auch unsere Raketen, auch unsere Pläne auf andere Planeten zu reisen oder da ins Innere des Universums vorzudringen oder so, was suchen wir nun ganz genau? Wir suchen die wirkliche Kraft in unserem Leben. Wo ist die Kraft in unserem Leben? Wo ist das lebensspendende Prinzip? Soll es ein Witz sein? Das ist der andere Teil vom Göttlichen. Und zwar, das Göttliche spaltet sich auch im Männliche und Weibliche. Ich sagte das ja schon sehr oft. Das Männliche das Erhaltene, das Weibliche das ewig wandelnde Prinzip. Das heißt, alles, was existiert, das kann man wandeln bis zum Gehnichtwas. Du kannst es bis zur Unkenntlichkeit verschandeln. Du kannst es aber auch in die allerhöchste Schwingung bringen. Also das hängt ein bisschen von deinen Gedanken ab. Ein bisschen sehr von deinen Gedanken ab. Bis du irgendwann von dem Spiel des Lebens, ach ja, nee, oh nee, ach, jetzt reicht es aber auch. Und so, okay, also jetzt verlassen wir das mal und jetzt gehen wir mal gleich ins Licht. Also das, was das alles erhaltene Prinzip immer bewahrt hat, nämlich das Licht, das heißt, das hast du immer, denn du bist zur Hälfte das männliche als auch das weibliche Prinzip. Das heißt, die eine Hälfte bewahrt das Licht unter allen Umständen, während das weibliche immer noch ein bisschen am Drum spielt. Das kann alles Mögliche tun. Und das tun wir alle. Und da jeder Mensch exakt die Hälfte hat, exakt die Hälfte des männlichen, exakt die Hälfte des weiblichen Prinzips,
können wir uns ungefähr vorstellen, wie die ganze Sache da geht. Was nicht immer exakt die Hälfte ist, das ist, worauf sich unsere Aufmerksamkeit richtet. Wir können natürlich überlagernd nur an das erhaltene Prinzip glauben, aber dann haben wir den Bezug zur Wirklichkeit verloren. Und dann bleibt es dann bei Gebeten und Träumen. Oh ja, es wird mal so, es wird mal so. Ja, es wird nicht nur so, es ist bereits so, es ist schon immer so gewesen. Aber wenn du immer nur an das Erhaltene klebst, versäumst du die Verwandlung. Und dann versäumst du auch die Hinentwicklung. Wenn du so willst, auch die Esoterik, also die Rückwandlung, wieder, die Heimkehr wieder ins Licht. Und das kann sehr spannend sein. Und kann auch sehr lustig sein. Oder aber wir verlagern uns nur auf das ewig weibliche Prinzip, ist nur das Verändernde und haben ganz vergessen, was wir da eigentlich ganz genau verändern und was ist es denn eigentlich wirklich. Und jetzt erzähle ich dir ein kleines Geheimnis und das ist schon beinahe komisch. Die meisten der Handelnden, in Aktion tretenden Menschen, die so sich so besonders hervortun, so besonders hervorzeigen sozusagen, die in einer besonders, wie wir sagen, in einer präpotenten Stellung sind, also meistens hatten ja diese Stellung die Männer inne, die folgen, das ist schon beinahe komisch, aber die folgen dem weiblichen Prinzip. Es ist schon beinahe komisch, es ist grotesk, es ist schon lächerlich und es ist schon bizarr. Aber kamen wir denn nicht auf die Welt, um genau das zu erleben? Bitte, bitte, dann erleben wir es jetzt. Und diesmal erleben wir es aber mit dem Bewusstsein, wir sind weißes Licht. Haha, jetzt ändert sich das Bild. In dem Moment, wo ich weiß, ich bin weißes Licht und mein Licht trotz die Dunkelheit, ja, in dem Augenblick wird sich das Leben in einer ganz anderen Art und Weise gestalten. Und es wird lustig. Und es wird wirklich spannend. Und man wirkt auch eines, nämlich vergnügt. Richtig, man hat einfach nur noch gute Laune. Und das ist sehr spannend zu erleben. Vorläufig sind wir alle noch damit beschäftigt, alles das rauszufischen und rauszuangeln, was dann so nicht hingehört. Das ist richtig. Aber das wird weniger. Es wird deshalb weniger, weil sich in unserem Licht nicht mehr viel an Dunkelheit halten kann. Nicht, wenn unser Licht die Dunkelheit frisst. Also okay, ich fand das sehr wichtig. Besonders, weil einigen es sehr sauer aufstoßen wird, was ich am Anfang gesagt habe. Aber wenn man es mal genau betrachtet, ergibt das großen Sinn und einen sehr, sehr wichtigen Sinn. Und der ist für dich sehr, sehr wichtig. Es war nicht meine Absicht, alle Ärzte zu diffamieren, wirklich nicht. Und wenn jemand eine wirklich sehr schwere Erkältung hat und man schon beinahe auf den Tod fürchten kann, und dann ist es auch keine Erkältung mehr, dann ist es auch wirklich eine richtig schwere Lungenentzündung und sowas, dann steht echt das Leben auf der Kippe. Dann tut man gut daran, Antibiotika zu nehmen. Ich möchte dir nur sagen, dass die Logik, einer Logik folgt eines Generals, der im Krieg auf Menschen schießt. Wir glauben, es geht uns besser, wenn das erstmal nicht da ist. Wenn nun mal das Kind schon mal im Brunnen gefallen ist, dann tun wir gut daran, die ersten Schritte einzuleiten, damit wir zunächst einmal unser Leben retten. Gleichgewicht hin, Gleichgewicht her. Dann haben wir keine andere Wahl. Dann müssen wir uns in dem Augenblick wirklich um die notwendigsten Schritte kümmern. Und dann hilft es nichts, dann muss eben Antibiotika her, dann muss es eben sein. Aber mit derselben Logik geht ein Kriegsgeneral vor. Deswegen, ich möchte dich bitten, das nicht zu vergessen. Es geht nicht darum, sie alle zu verhöhnen, sie alle zu verlachen. Es geht nicht darum, sie alle für unmündig zu erklären. Es geht mir nicht darum, das alles für unwirksam zu erklären. Es geht mir darum, dir ein bestimmtes Verhalten zeigen, was zu was geführt hat. Und jetzt komme ich zu dem, was ich auch so ganz leise weinend das schon beim letzten Mal gesagt habe. Guck dir mal gut an, was für ein Verhalten legst du in den Tag und wozu führt es dich. Und dann frage dich, was hat jetzt heute in den letzten 2 Stunden mein Leben eigentlich nun genau geändert? Wie ist mein Verhalten geworden? Wie ändern sich meine Gedanken? Und wie anders denke ich jetzt? Und wie habe ich vor 2 Jahren gedacht über dieselbe Sache? Du wirst dich wundern. Du kommst auf dieselbe Situation und auf einmal reagierst du anders. Ich weiß das, ich erlebe das nämlich jeden Tag. Auf einmal verändert sich mein ganzes Verhalten. Und vor allen Dingen ändert sich noch etwas anderes, mein Bewusstsein. Dass ich genau wusste, bestimmte Dinge in meinem Leben
Sie gibt es noch, aber sie sind in meinem Leben einfach nicht mehr denkbar. Das kann sie nicht mehr heilen. Das muss verschwinden und das verschwindet auch. Und es ist zum Teil auch schon verschwunden. Mein Körper ist der erste Anzeiger dafür gewesen, der sich vor einigen Jahren praktisch nicht vom Fleck bewegen wollte. Und dann auf einmal doch. Das einfach deshalb, weil mein Bewusstsein wieder heller geworden ist. Und es mir völlig klar war, dass bestimmte Sachen sich nicht halten lassen in meinem Leben. Zum Beispiel Krankheiten. Oder finanzielle Engpässe. Oder eine Megarechnung. Oder sonstiges. Das kann einfach nicht mehr sein. Ist nicht mehr nötig. Ist nicht mehr möglich. Und etwas anderes ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass ich etwas kaufe, was eine Irrsinnsrechnung auslösen würde, was ich A nicht brauche, was ich auch dann nicht mehr haben will, vielleicht deshalb, weil ich es mir auch gar nicht leisten will und weil das in meinem Leben nur rumstehen würde und keiner braucht's. Mit anderen Worten, deine Wünsche und deine Vorlieben ändern sich. Auf einmal willst du bestimmte Sachen nicht mehr. Du wolltest sie vielleicht vor 3 Jahren, aber jetzt nicht mehr. Versuche ich einen anderen Menschen in dieses Bewusstsein zu prügeln, mache ich einen gigantischen Fehler, denn kein Mensch lässt sich dahin prügeln. Man kann ein Pferd zur Tränke führen, das heißt aber nicht, dass es trinkt. Also, mit anderen Worten, ich kann das Menschen zwar sagen, dass der Mechanismus so ist, aber was du denn da mit diesem Wissen machst, das weiß ich nicht. Es gibt ja noch sehr viele Menschen, die haben sich früher immer so über mich lustig gemacht. Und das machen sie heute nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es jetzt auch einfach nur, weil es jetzt mittlerweile strafbar geworden ist oder so. Ich weiß es nicht. Aber wir werden sehen. Aber Wissen ist für uns nur eines, ist für uns nur eines wichtig. Wir müssen wissen, dass unser Licht die Dunkelheit frisst und mithin alles wegnimmt und alles auflöst, was sich nur im Dunkeln aufhalten kann. Sorgen und Probleme zum Beispiel. Ängste, Nöte. Und wenn uns jemand 100-mal erzählt, wie recht er doch hat, wenn er uns andauernd beschimpft. Leid? Wie interessiert es? Die Tatsache, dass er uns beschimpft, zeugt ja nicht gerade von dessen Weitblick. Also, ich kann unmöglich jemanden beschimpfen, ohne mein Licht zu verdunkeln. Das klappt nun gerade mal nicht. Ich kann nur davon weggehen, das kann ich. Aber mehr auch nicht. Und mehr brauche ich auch nicht, denn es liegt mir ja nur daran, dass das, was mir früher mein Leben so betrübt hatte, jetzt so auf einmal aufhört. Mehr will ich ja gar nicht. Und ich tue gut daran, das zu wollen. Damit entfällt sofort das sogenannte jüngste Strafgericht. Es gibt kein Strafgericht. Aber es gibt etwas anderes, ein jüngstes Gericht. Und dieses jüngste Gericht, es ist das jüngste Gericht, mein Gott, nochmal. Der Tag des jüngsten Gerichts ist stets der heutige. Und du bist mittendrin. Du bist ein Strafverteidiger, du bist ein Anwalt, du bist der Richter, du bist der Angeklagte und du bist der Zeuge. Mit anderen Worten, was möchtest du? Was steht jetzt für dich gerade an? Hast du das Gefühl, du stehst irgendwie unter Anklage? Dann frage dich, warum, was hat dazu geführt? Wieso komme ich mir so schuldig vor? Was ist das? Naja, und selbst wenn du mal irgendwas gemacht hast, was früher echt mal falsch war, was früher wirklich richtig eine Katastrophe gewesen ist. Ja, das hattest du getan, als du noch ein sehr dunkles Bewusstsein hattest. Also schlepp die Vergangenheit nicht mit dir rum. Hast du mal darunter gelitten, dass dir jemand furchtbares Unrecht angetan hat? Nun, der hat es dir angetan, weil er noch ein sehr verdunkeltes Bewusstsein hat. Und man konnte es dir antun, weil dein Bewusstsein ebenfalls nicht gerade sehr hell gewesen ist. Sonst hättest du gar nicht in dessen Nähe gekommen. Und die Tatsache, dass du ein Kind gewesen bist, ist die Entschuldigung nun mal gerade nicht. Oft erleben Kinder solche Sachen, weil deren Licht noch so stark ist, dass sie das noch halbwegs verdauen können. Aber wenn sie jetzt später älter werden, die jetzt immer noch an der Dunkelheit kleben und an diesem Unglück kleben, und immer wieder darauf hinweisen, wie furchtbar das gewesen ist, verdunkeln sie damit ihr eigenes Licht. Das gilt auch für Leute, die für irgendwelche sexuellen Missbräuche aus der katholischen Reihe Schadensersatzzahlungen fordern. Darf ich dich fragen, wie man das bewerten soll?
Wie soll ich denn das bewerten? Wenn ein Priester jahrelang, wirklich jahrelang, immer schön reihum, kleine, unmündige Kinder missbraucht, dann zeichnet er kleine, unmündige Kinder für den Rest ihres Lebens. Darf ich fragen, wie da eine Schadenserzählung aussehen soll, wenn wir das nach unseren Maßstäben messen würden? Das würde pro Kind in die Millionen gehen. Nach unserer Gerechtigkeit müsste das aber so sein. Unmöglich. Denn die Kinder haben lebenslänglich. Aber dieses lebenslängliche Urteil, was ihnen da nun aufgepfropft worden ist, und ich bin weit davon entfernt, mich darüber lustig zu machen, das kannst du mir glauben. Können Sie aber wandeln, indem Sie wissen, Moment mal, das passierte mir, weil ich ein sehr verdunkeltes Bewusstsein hatte. Das hatte ich, das hatte jeder von uns, das hatte auch der Vergewaltiger gehabt. Aber wenn ich jetzt wieder begreife, ich komme aber aus dem Licht, und wenn mein Licht immer heller und immer heller wird, und zwar in meinem Bewusstsein, in meinem Denken, dann knackt die Schale und bricht auf. Und mein inneres, weißes Licht, erfülltes Wesen, mein Lichtwesen kommt wieder zum Vorschein, dem man das, diese Scheußlichkeiten und Gräueltaten von früher eben nicht mehr antun kann. Und das nicht unter so etwas leiden wird, weil es mal passiert ist. Du leidest eigentlich unter irgendwelchen Gräueltaten von früher, eigentlich nur aus der Erinnerung heraus. In der Zeit, wo es passiert ist, ist schon schlimm genug. Aber letztendlich ist es Vergangenheit. Aber keiner hat gesagt, dass du in dieser Vergangenheit auch leiden musst. Ich würde das nicht so forsch sagen und so vehement sagen, wenn es nicht genügend Beispiele dafür in der Geschichte geben könnte. Und es gibt welche, und zwar eine ganze Reihe. Es gab einen unglaublich begnadeten, ich glaube, der war Trompeter, ich glaube, der war ein Trompetenspieler. Und so, oder Saxophonspieler oder so. Der Mann hat 2 Jahre und 40 Tage in Auschwitz zugebracht. Und als das dann vorbei war und er es irgendwie geschafft hat, da sein Leben zu retten, und frage mich bitte nicht wie, ich weiß es nicht, und frage ihn auch nicht, denn er hat darüber nie gesprochen. Dann hat er sein Bündel gepackt. Es war klar, in seiner Heimatstadt, da stand eh nicht mehr ein Stein auf dem anderen, und seine Familie war samt und sonders gestorben. Mit anderen Worten ermordet. In irgendwelchen Gaskammern umgekommen, was weiß ich, was da passiert ist. Es muss einfach nur grauenhaft gewesen sein. Und er zog jetzt in die USA. Er war ein begnadeter Musiker und machte dort Karriere und wurde ein weltbekannter Saxophonspieler oder Trompeter. Ich weiß es nicht. Und er hat nie über seine Vergangenheit gesprochen. Und es gibt immer penetrante Journalisten, die ihn immer danach fragten. Und der litt immer Schiffbruch. Also es gab immer welche, die da fast mit sammelndem Maul da, die da fragten, was denn Auschwitz? Dann zählt sie doch mal bei den Gräueltaten. Also solche sammelnden Leute gibt es ja immer. Ne? Ich fand sie mal furchtbar. Und der lebte einfach sein Leben weiter. Und er lebte ein gutes Leben, wie er später sagte. Und ganz zum Schluss, ich glaube 1, 2 Jahre vor seinem Tod, hat er da mal gesagt, es gibt Menschen, das war glaube ich sein einziger Kommentar dazu, es gibt Menschen, die haben das überlebt und die waren Berufskarzettler, weil sie von morgens bis abends von nichts anderem sprachen und schleppten auf diese Art und Weise die Vergangenheit mit sich rum. Ich bin, wie ihr unschwer erraten könnt, nicht so alt, als dass ich auch nur ansatzweise von diesen Sachen auch nur eine Ahnung haben könnte. Aber was das bedeutet, dass man früher erlittenes Unrecht mit sich herumschleppt, das kann ich mir schon vorstellen. Und ich hatte einen Wesenszug in mir, der mir genau das verbat. Das war ein Glück. Andererseits habe ich so etwas erworben, wie jeder von uns. Denn seht ihr, ich bin kein Luther-Fan, aber eines möchte ich dazu sagen. Luther hat sich mit einem Kardinal gestritten. Glaub mir, ich habe ein Gedächtnis, was das angeht, ein Namensgedächtnis wie ein Sieb, ich weiß es nicht mehr im Einzelnen. Aber er hat mit dem Kardinal gestritten und dann hat er dann gesagt, der Kardinal meine ich, der hat gesagt, es ist uns irgendwie die Gnade Gottes und das Licht und sowas ist uns geschenkt worden. Und da sagte Luther, nein, nein, erworben. Ihr werdet sehen, das steht erworben. Die Schätze des Himmels werden erworben und nicht geschenkt.
Weiter kann ich dieses Boot nicht weiter. Aber wenn ich mir das jetzt genau ansehe, die Schätze des Himmels oder die Schätze des glücklichen Lebens, des elysischen Gefilde und so weiter, werden dir nicht geschenkt, die schenkt man, die werden dir nicht in deinen Schoß geworfen, sondern die werden von dir erworben. Und jetzt erinnere ich mich an Christian Morgenstern. Wie könnte es anders sein? Der Leib ist verderblich, die Sünde ist erblich, die Freude verfärblich. Der Leib ist verderblich, die Seele unsterblich, der Himmel erwerblich. Also in diesen schlichten Sätzen steckt die ganze Weisheit des Himmels, sollte man meinen. Die Freude ist verfärblich. Die Seele unsterblich, die Sünde ist erblich. Natürlich, wir übernehmen sie ja von irgendjemandem. Die Seele unsterblich, der Körper verderblich, natürlich, klar. Die Freude verfärblich, natürlich, denn alles, mal freut uns das, mal freut uns das. Je nach der Bewusstseinsstufe freut uns was. Jemand hat im Pornos seine Wahnsinnsfreude. Ich kann dem einfach nichts abgewinnen. Ich bin echt nicht prüde, aber ich kann dem nichts abgewinnen. Aber der Himmel, der ist erwerblich. Wenn er erwerblich ist, dann frage ich mich aber wie. Früher, vor ein paar hundert Jahren, haben wir es mit Ablassbriefen versucht. Aber das klappt ja dann ja auch nicht so ganz. Martin Luther hat den ganzen Mist verdorben, indem er sagte, Mensch, kannst du doch nicht mit Ablassbriefen da freikaufen von irgendwelchen Sünden. Ach, es wäre so schön gewesen, ne? Ach komm hier, 20 Euro und die ganzen Sünden sind weg. Wäre doch toll gewesen, ne? Geht leider nicht. Aber so klappt das jetzt also auch nicht. Also bezahlen kann ich es nicht. Also wie denn dann? Ja, mit Gedanken natürlich. Und was ist jetzt die sicherste, jetzt nur mal, nimm dich mal kurz zurück und schließ deine Augen und dann frag dich mal, was ist die sicherste Art? Die allersicherste Art, das himmlische Bewusstsein, aus dem wir ja nun alle kommen, aus dem Licht erfüllten Bewusstsein, aus dem wir auch alle kommen, aus dem ins weiße Licht, aus dem wir auch alle kommen, wie komme ich dann wieder hin? Indem meine Gedanken mich erhellen. Und wenn du willst, zähl es an deinen Fingern ab. Du kannst, wenn du vielleicht hast du ja auch einen Rosenkranz irgendwo rumliegen oder sonst irgendeine Perlenkette, das finde ich wurscht, irgendwas. Oder fädelt irgendwelche Holzperlen auf eine Schnur, das finde ich wurscht. Hauptsache ist, dass irgendwas, wo du immer daran zählen kannst, ich bin weißes Licht, ich bin weißes Licht, ich bin weißes Licht, ich bin weißes Licht. Je mehr du das denkst, desto mehr haben alle anderen Gedanken, die dein Licht verderben würden, keine Chance. Und wenn irgendwelche Ereignisse eintreten sollten, das kriegen wir dann auch noch hin. Denn du bittest ja schließlich, du hast ja immer irgendwo ausgebeten, ich möchte zumindest in eine Zeit kommen, in der ich zumindest die Möglichkeit habe, dass meine Gedanken mich unbehelligt von allem anderen mich wieder erhellen können und damit mein weißes Licht erhellen können. Wenn du diesen Deal geschlossen hast, dann stehst du auf einer sehr, sehr guten Seite, nämlich auf der Seite, die dich freut. Denn eines ist auch sicher, niemand, der nicht ins helle Licht zurück will, hört mir zu. Das ist unmöglich. Also keiner, der hier noch großartig noch lachen will oder spotten will oder sagt, hier guck mal, lächerlich und Traumstunde und was weiß ich was. Also niemand, der das nicht fähig ist zu begreifen, hört mir noch zu. Es gibt einige Menschen, die können es nicht. Das ist so richtig. Die müssen noch, also die gehen, aber die gehen einen anderen Weg. Mehr nicht. Einige brauchen noch die Angst vor irgendeinem Satan. Satan, was soll das sein? Satan ist nichts weiter als eine Verbindung von Gedanken, die an etwas kleben, was noch sehr beschwerlich ist. Nicht mehr, nicht weniger. Und er ist auch kein Feind. Er stellt dich vor eine Wahl. Also ich finde das jedenfalls sehr fair von ihm. Ich meine, immerhin sagt er dir, du kannst diesen Weg gehen oder diesen Weg gehen. Du brauchst natürlich nur, um einen bestimmten Weg zu gehen, brauchst du eine bestimmte Qualifizierung. Also nur wenn du in der Lage bist, wirklich sehr, sehr miserabel zu denken, kannst du einen Weg gehen, der dich sozusagen in die Katakomben der Inquisition führt. Das stimmt. Und nur wenn du einen Gedankengang hast, der deine Gedanken erhält und der dein, dein, das Licht deiner Gedanken immer heller zum Leuchten bringt,
kann dich natürlich in eine wirkliche Freilösung und eine wirkliche Erlösung führen, in eine wirkliche Erlösung und eine Befreiung führen. Also diese, das kann man dann ja wohl mal tun, nicht? Das kann man ja wohl mal, das kann man doch verstehen. Und wenn du noch unbedingt einen Gottglauben brauchst und an Jesus Christus glauben musst und wenn du noch an die Bibel halten willst und sowas, ja Gott, es gibt Schlimmeres, klar, kannst du machen. Aber vergegenwärtige bitte, wenn du die Bibel liest, vergegenwärtige dir bitte, dass wenn vom Herrn gesprochen wird, von dir die Rede ist. Von dir wird gesprochen. Du bist gemeint. Ob du jetzt ein Männlein oder ein Weiblein bist, der Herr bist du. Und jetzt kann man sich durchaus mal angucken, warum wollen denn so viele so verbissen, dass die Frauen gehorsam sein müssen? Warum wollen denn viele so verbissen, dass die und die und die Bevölkerungsgruppe da keine Rolle spielt? Warum wollen sie denn so unbedingt verbissen eine Trennlinie ziehen? Weil wir ganz genau wissen, dass bestimmte Gedanken, also ein bestimmtes Gedankengut unserem Gedanken nicht wohltut. Aber deshalb müssen wir sie doch nicht erschießen. Und zum Fußabtreter erklären müssen wir sie auch nicht. Es gibt Dinge, die ich meide. Gar keine Frage. Klar. Aber verbieten würde ich diese Dinge nicht. Nur weil ich sie meide. Verbieten tue ich sie nicht. Das wäre ja wohl auch nicht gerade witzig. Und das würde mir, glaube ich, das höchste Bewusstsein oder höchste Gott oder so auch ziemlich übel nehmen. Weil sowieso, ich erlaube es ihnen doch auch. Warum erlaubst du es ihnen nicht? Ja, weil es doch so schaden würde. Ja, wieso? Dann kommen wir doch nicht in dessen Nähe. Und dann schaden sie dir ja nicht. Ein unwiderlegbares Argument. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich glaube, ach Moment, mir fällt gerade noch was ein. Die Ambivalenz steht, glaube ich, da drin, oder ist da, glaube ich, deshalb, weil eigentlich wollen wir doch so gerne, ne? Wir wollen doch so gerne. Eigentlich wollen wir doch auch mitspielen. Aber nicht unter diesen Vorzeichen, nicht unter diesen Bedingungen. Nein, das muss so sein, wie wir das toll finden. Aber einige scheinen genau dieses Problem zu haben. Sie wollen ja zu den Gewinnern gehören. Und dann haben sie auch nichts gegen diese Spielregeln. Und jetzt fangen sie an zu murren. Und dann zu maulen, wenn sie gerade mal zum Verlierer, oder wenn sie gerade mal zum Verlierer geworden sind in einem Spiel, dass sie doch eigentlich ganz gerne gewonnen hätten. Nur die Ruhe, du kannst das Spiel auch mal irgendwann wieder gewinnen. Aber du müsstest dich eigentlich nur fragen, was findest du denn an diesem Spiel so toll, was ein oder zwei Leuten zu Gewinnern erklärt und alle anderen sind Verlierer. Was soll das? Was soll das denn daran toll sein? Dein Licht erhält es jedenfalls nicht. Ich nehme jetzt hier alle Sportsachen aus, weil in solchen sportlichen Wettkämpfen gelten andere Bedingungen. Und damit habe ich nichts zu tun. Ich meine, ich will damit sagen, ich habe damit wirklich nichts zu tun. Ich verschieße mich nicht. Aber ich schwimme sehr schnell sogar und ich tauche sehr tief sogar. Aber das tue ich, weil ich das toll finde. Und einen Wettstreit mache ich daraus nicht. Habe ich auch noch nie getan. Gut. Jetzt haben wir es doch, nicht wahr? Jetzt wissen wir es. Eine Vorgehensweise ist einfach, sich zu fragen, wie weit hat der Tag mich heute verändert? Was denke ich jetzt? Was habe ich vor einer Stunde über genau diesen Fall, genau das, was habe ich vor einer Stunde darüber gedacht? Und warum lasse ich zu, dass mein Bewusstsein verdunkelt? Oder warum habe ich es vor 3 Jahren zugelassen, dass mein Bewusstsein verdunkelt hat? Und heute tue ich es eben nicht mehr. Es ist mein Bewusstsein, es ist mein Licht. Und es obliegt mir, ob man Licht hält oder nicht. Und je mehr Dunkelheit man Licht frisst, ja, desto heller leuchtet man Licht. Also von der Erklärung her einfach. Jetzt kommt es auf Zähigkeit und Geduld an. Und ob du es ertragen und ob du es durchhalten kannst. Oh, ich bin ziemlich sicher, das kannst du. Denn es steht etwas auf dem Spiel. Es ist dein Wohlbefinden. Na, dafür tun wir dann einiges. Ich wünsche dir alles Gute und danke fürs Zuhören. Tschüss. Und eine Menge, Menge glücklicher Gedanken. Nichts macht dich glücklicher als dein eigenes Licht. Und was könnte wohl mehr dich erfreuen, als zu merken, dass dein eigenes Licht immer heller wird? Das Besseres gibt es doch überhaupt nicht mehr. Also schöner und besser geht es nicht. Je mehr Dunkelheit du vorfindest, desto mehr wandelt dein Licht in desto mehr Dunkelheit frisst dein Licht und je mehr dein Licht an Dunkelheit frisst, desto heller wird es. Das ist das Perpetuum mobile, von der immer alle behaupten, das gibt's nicht. Und ich sage dir, das gibt's. Diese Vorgehensweise.
Ist einfach großartig. Es lohnt sich, das auszuprobieren. Alles Gute. Tschüss.